School of Love. Berlin mit Elke und Sven. Heute über die Kraft der Entscheidung oder The Power of Commitment. Und die Herausforderung der Freiheit, die wir haben. Das eine hängt unmittelbar mit dem anderen zusammen. Das ist ein Konflikt, die Möglichkeit, alles zu haben, alles zu tun und gleichzeitig zu entscheiden, was will man eigentlich? Und mit welchem Menschen will man eigentlich sein Leben verbringen? Will man überhaupt sein Leben mit einem Menschen verbringen? Ja, das sind alles so Möglichkeiten, die im Raum schwirren und die einen immer wieder vor Konflikte stellen. Wie ihr wisst, coachen wir ja mit einem Ansatz von erlöst, unerlöst. Das heißt, oft sind die Dinge einfach ganz nah beieinander. Die Freiheit, unser Leben zu wählen, die Fülle, die wir haben, die Größe, die Schönheit, die wir haben und gleichzeitig die Notwendigkeit, uns für Dinge entscheiden zu müssen, ja, ist viel Stress. Und wir merken jetzt zum Beispiel allein, was uns unsere Liebe angeht, wir haben ja uns immer die Hintertür offen gehalten, gesagt, naja, wir haben die große Freiheit, immer einen Partner zu wählen, der uns glücklich macht. Und wenn es nicht klappt, dann halt woanders. Ne? Und das denkt man, das wäre so die große Freiheit. Und für uns war das nicht gut. Als wir uns kennenlernten, haben wir ziemlich schnell Kinder bekommen. Also innerhalb von einem Jahr war dann unser Sohn geboren. Das war sehr überraschend und das ging auch, hat mich auch sehr über den umgeworfen eigentlich, da ich damit gar nicht gerechnet hatte, Mutter zu werden. Und wir waren nicht verheiratet. Für mich war nur klar, das Kind ziehe ich nicht alleine auf. Dazu bleibe ich, brauche ich einen Mann. Aber der nächste Schritt wäre zu heiraten und dann wirklich als Familie. Da dachte ich immer, nee, wenn ich jetzt heirate, dann habe ich das Gefühl, ich sitze total in der Falle. Dann ist so die letzte Tür zu und dann beginne ich mich sofort unwohl zu fühlen. Ich dachte, es wäre wichtig, dass ich so eine Hintertür offen habe, dass ich mich immer wieder entfernen kann oder da rausziehen kann, wenn ich keine Lust mehr habe. Ja, und das ist eben das Gefühl, dass wir Angst haben, wir könnten uns zu sehr entscheiden, uns zu sehr zurückhalten, uns zu sehr, ne, ich meine, das kennen wir ja alle mit den Millionen Entscheidungen, ne, was wir überhaupt tun sollen. Aber für uns war die große Befreiung, uns zu entscheiden. Wir haben gelernt, dass die Liebe eine Entscheidung ist, das kennt ihr ja auch von uns, das ist ja einer unserer Grundprinzipien, man entscheidet sich. Und das befreit ja auch die Gedanken und das Herz von der ewigen Option. Wir leben in so tollen Zeiten, in der wir so viele Möglichkeiten haben, eine so große Freiheit haben. Ich glaube, wir als Menschheit haben auch so unfassbar viel gelernt und die Erfahrungen, die unsere vorigen Generationen uns gegeben haben, sind so gut. Das heißt, wir leben heutzutage in einer unglaublichen Freiheit, auch mit dem Handys und so weiter, Informationen. Ne? Wir können uns jedes Coaching anhören, 1000 Dinge. Und doch fällt es uns schwer, manchmal gute Strukturen zu finden, die uns helfen, gesund zu wachsen. Woran liegt das eigentlich? Die Kraft der Entscheidung, ich suche immer nach einem deutschen Wort für Commitment und ich finde, Entscheidung ist eigentlich etwas, was es genau trifft, weil in dem Moment, in dem ich mich entscheide, habe ich eine Wahl getroffen. Und dem vertraue ich dann auch, ne? Und bei der bleibe ich dann auch. Und als wir entschieden haben, zu heiraten, habe ich langsam verstanden, was das bedeutet. Und ich habe die Freiheit entdeckt, die in dieser Entscheidung steckt, dass ich mir nämlich keine Gedanken mehr machen muss, ob ich mir vielleicht ein Hintertürchen offen halten müsste. Ich habe eine Freiheit gelernt, zu verstehen gelernt, die darin liegt, dass ich jetzt mich für diesen Mann entschieden habe, egal was komme, in guten wie in schlechten Zeiten, und dass mit dieser Entscheidung auch eine ganz andere Kraft hinter unserer Liebe steckt und auch hinter unserem Wollen, auch Lösungen zu finden füreinander, zu wachsen,
wirklich alles zu versuchen und alles rauszuholen, was da drin steckt und nicht bei Schwierigkeiten, und davon gibt es mehr als genug, dann den Rückzieher zu machen und sagen, nee, ich glaube, wir passen doch nicht zusammen. Ich glaube, der hält mich zurück. Ich glaube. Weil das ist keine Freiheit, immer in diesem Zweifel zu sein, immer wieder umzuschwenken und zu denken, man könnte doch jemanden anderes finden oder da draußen ist jemand, der passt viel besser zu mir. Kennt ihr dieses Gefühl, dass ihr dadurch völlig überfordert auch seid? Also das Schlimme ist ja, dass die Freiheit, die wir glauben zu haben, uns auch völlig anstrengt. Sie ist meistens im Kopf, sie ist meistens da, wo wir denken, wir haben alle Möglichkeiten der Welt. Aber in Wirklichkeit, ne, ist, wir denken ja auch immer, ist der, ne, vielleicht kennt ihr das auch über euren Partner, bei eurem Partner, denkt ihr, eigentlich ja, oder meine biologische Uhr tickt, oder wir werden älter, oder vielleicht ist da draußen noch jemand. Und diese Gedanken, das kennt ihr vielleicht auch von unserem anderen Podcast, mit den Gedanken und Gefühlen, darf man nicht nähren, sondern die Frage ist einfach, kann man sich selbst nicht den Gefallen tun und mal eine Entscheidung treffen? Und das wisst ihr auch, man kann eine Entscheidung treffen und damit scheitern. Aber das kann man nicht vorwegnehmen. Ne? Wenn man das Scheitern vorwegnimmt, dann baut man es schon ein. Also das ist die self-fulfilling prophecy, die selbsterfüllende Prophezeiung, dass wenn man sagt, naja, ich komme jetzt mit dem oder der zusammen, wir lieben uns, mal sehen, ob es was Gutes ist. Man baut im Grunde schon das Scheitern mit ein. Und das, glaube ich, viele Beziehungen scheitern genau daran, dass man immer schon gesagt hat, sich so eine Hintertür offen gehalten hat, und dadurch selber auch nie zu 100% dabei war. Ja? Ja, weil das Geheimnis ist, gerade in der Liebe und in der Beziehung, der andere Partner ist dazu da, damit man selbst wächst. Und wenn man das Gefühl hat, man müsste irgendwie sich anders entwickeln und man könnte das nicht wegen diesem Partner, dann ist das genau vielleicht die Entwicklung, die man zu tun hat. Nicht die, die man sich selbst vorstellt, sondern dass man genau mit diesem Partner sich gemeinsam entwickelt und die Herausforderungen, die er einem bietet, annimmt. Und das ist so vielseitig. Und man kann ohne dieses Commitment, und das sagen wir unseren Paaren auch immer, ohne da wirklich 100% dabei zu sein, kann man die Tiefe und die Möglichkeiten überhaupt nicht auch nur im Ansatz berühren oder ausschöpfen, weil genau dann wird es nämlich spannend, wenn es auswegslos erscheint, wenn es wirklich schwierig ist, wenn man einander braucht, um da wieder rauszukommen. Ja, das, was ich immer als Falle empfunden habe, wurde ein Raum der Freiheit mit ganz klar abgesteckten Grenzen, die mir aber es erst möglich gemacht haben, mich wirklich auch in meiner Liebe richtig fallen zu lassen und mich weiterzuentwickeln und eine Liebe in der Tiefe und eine Beziehung in der Tiefe zu entdecken, die vorher gar nicht so möglich gewesen wäre. Durch unsere Entscheidung haben wir eine neue Freiheit entdeckt. Und ich denke oft daran, dass wir ja wirklich auch mit dem Thema Begabung und also Talent, ne, beschäftigen, dass wir als Menschen auf diese Welt kommen und wir haben begrenzte Talente und Begabungen. Wir können nicht alle Popstars werden oder Steuerberater oder Busfahrer oder Start-up. Also nicht alles steht uns offen, aber die wenigen Dinge, die uns offen stehen, für die wir auch wirklich, in denen wir auch wirklich gut sind, wenn wir uns auf die beschränken, dann sind wir in der Tiefe auch richtig gut. Und mit der Beziehung ist es genauso. Klar können wir 700 verschiedene Partner haben, aber das geht in die Breite. Ja? Wer in die Tiefe will und wer sich vor der Tiefe nicht fürchtet, ja, der versteht, dass der Partner an deiner Seite, dass euer Partner an eurer Seite gerade der Richtige ist. Und dass die Herausforderung liegt in der Tiefe mit diesem Partner. Wirklich die Krisen zu überstehen und darin eine große Freiheit zu entdecken. Also wir merken zum Beispiel, wir hinterfragen nicht, ob wir zusammen sind, ob es weitergeht. Also diese Dinge, die können wir alle mal so entrümpeln, ne, aus dem Haus rausschmeißen. Dafür haben wir Platz für Schönheit, ja? Platz für gute Gespräche, Platz für tolle Pläne für die Zukunft, Platz für Nähe und Vertrauen, weil wir wirklich dieses Gerümpel der falschen Freiheit rausgeschmissen haben. Und das ist in vielen Dingen in unserem Leben so. Wir haben Angst, uns zu entscheiden, weil wir denken, wir binden uns auf ewig.
Es ist nicht so, das wissen wir. Es ist eine Frage der Herzenseinstellung. Ja? Wie ist unser Herz eingestellt? Und unser Kopf ist voller Freiheitsgedanken, die in alle Richtungen strömen. Und unser Herz ist im Grunde einsam, oder? Also das ist, glaube ich, das Problem von Kopf und Herz. Ne? Kommt in euer Herz, legt diese Zweifel ab und sagt, das ist jetzt richtig, das mache ich jetzt, das ziehe ich jetzt durch. Und dann werden sich euch Dinge öffnen, die vorher nicht zu haben waren, werden sich euch Freiheiten öffnen und Schönheiten öffnen, die vorher einfach nicht da waren. Ja? Der die breite Masse geht und die Breite geht, dem sind die Tiefen vorenthalten, ja? Oder? Absolut, das ist mit der Begrenztheit, dass da die ganze Kraft und Möglichkeiten in unserer Begrenztheit, in meiner Begrenztheit, in der Begrenztheit meines Partners, haben wir den Raum schon mal verkleinert. Ja? Wir müssen unsere Erwartungen und Vorstellungen beschneiden. Das ist der Schmerz, der wirklich wehtut. Aber der Spielraum, den wir in unseren Begrenzungen, der uns ganz individuell macht und der auch unsere Partnerschaft ganz individuell macht. Wir haben nicht die gleiche Beziehung wie andere Leute. Wir haben unsere ganz einzigartige, die wir nach unseren Begrenztheiten auch formen, die davon geformt wird. Auch die Akzeptanz, dass wir uns in diesen Grenzen bewegen und dann eben nicht in die Breite, sondern in die Tiefe gehen, ist eine ganz, ganz große Freiheit. Vor allem auch uns selbst zu entdecken und uns selbst zu verstehen und auch unsere Fähigkeiten besser zu entwickeln. Ich meine, das geht zu einer sehr großen, herausfordernden Frage. Kann ich mich eigentlich für mich selbst entscheiden? Ja. Das ist ja eigentlich, womit wir hadern. Also wir merken, viele Paare haben ein großes Problem miteinander, weil sie sich nicht für sich selbst entschieden haben. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Ich bin auch so aufgewachsen, dass ich eine Performance-Seite habe und einen echten Sven. Und Elke hat sich immer zu Herzen genommen, dass der echte Sven nach draußen darf. Das ist ein Kindheitsding, das schleppt man so mit sich mit. Und ich habe einen, der kann gut performen, aber beide sind nicht immer unbedingt sich grün. Und die Frage ist einfach, kann ich mich entscheiden, wirklich der echte Sven zu sein, der ich bin? Und die gute Nachricht ist, ihr könnt euch für euch selbst entscheiden, in eurer Imperfektion, in eurer Begrenztheit, in eurer wunderbaren Einzigartigkeit, seid ihr liebenswert, seid ihr wunderbar, seid ihr ein Licht in dieser Welt. Das ist für jeden Menschen vorherbestimmt, dass ihr ein Licht seid. Ihr könnt einen wunderbaren Partner an eurer Seite haben, ihr könnt einen wunderbar erfüllenden Beruf haben. Es ist jedem gegeben in unserer Begrenzung. In der Begrenzung liegen unsere großen Chancen. Ich habe das mit dem Schreiben erlebt. Ich schreibe ja Romane auch und Sachbücher. Und als ich anfing zu schreiben, habe ich ganz selbstverständlich meine Stimme gefunden. Ich bin eigentlich Fotografin und habe, als ich anfing zu schreiben, eigentlich Bildideen aufgeschrieben und kam dann immer mehr dazu, zu entdecken, dass ich eigentlich mein Medium gefunden hatte, nämlich Bilder mit Sprache zu beschreiben. Denn während ich fotografiert habe, habe ich alle Fotos, die ich gemacht habe, hatte ich den Eindruck, das hat jemand anderes schon mal besser gemacht, dieses Bild. Als ich dann die Sprache gefunden habe, habe ich gemerkt, ich mache mir da keine Gedanken darüber, ob das jemand anderes schon mal so oder besser gesagt hat, sondern ich habe ganz selbstverständlich meinen Ausdruck gefunden. Und der ist aber trotz allem sehr beschränkt. Und ich dachte dann, ich müsste Schriftstellerin sein, also als ich es dann war, oder gedacht, ich müsste auch anders Geschichten erzählen können, als ich es getan habe. Oder da kamen dann lauter so komische Gedanken, wo ich dann immer wieder gemerkt habe, ich kann nur das, was ich wirklich kann und was selbstverständlich aus mir herauskommt. Und ich kann nur in meiner Begrenztheit zu schreiben, meinen ganz eigenen Ton entwickeln. Und das ist meine Freiheit und das ist auch meine Möglichkeit. Und ich kann versuchen, so wie jemand anderes zu schreiben, oder ich kann versuchen, so wie ich glaube, dass man von mir erwartet, zu schreiben, und es wird einfach
in die Hose gehen. Es wird einfach nicht gut sein, es ist unauthentisch. Und genauso ist es auch mit dem Partner. Oder ich habe das Gefühl, ich müsste vielleicht einen anderen Partner haben, weil ich mich selbst nicht genug fühle. Mein Partner müsste mir etwas geben, was ich mir selbst nicht geben kann. Ja? Das sind alles Dinge, die mit unserem vielleicht auch gebrochenen Selbstbild, das nicht in der Lage ist oder es sich nicht erlaubt, mich mit meiner Begrenzung und mit meiner Beschränktheit einfach zu akzeptieren. Das als Ermutigung heute, wirklich traut euch, euch für euch selbst zu entscheiden. Das ist wirklich ein riesiger, mutiger Schritt. Klingt ganz klein, klingt ganz selbstverständlich. Traut euch das immer wieder. Und traut euch wirklich, euch für die Liebe zu entscheiden, die schon da ist oder die da ist. Ja? Ihr seid gut genug. Was nicht gut genug ist, sind eure Erwartungen, eure Ansprüche, die gar nicht von euch kommen, sondern die ihr so übernommen habt, die euch sagen, dass ihr, bestimmt könnt ihr diese Dinge auch nicht, die ihr glaubt nicht zu können, aber vielleicht braucht ihr die auch gar nicht zu können oder sehr wahrscheinlich, sondern ihr seid genauso in euren Größen und in euren Schwächen genauso richtig und gut genug. Und so könnt ihr dann auch, wenn ihr das begreift, auch den anderen gut genug sein lassen. Ihr merkt, es gibt also eine falsche und eine richtige Freiheit. Und das Schöne ist, dass beide immer so nah beieinander liegen. Ja? Und das Wichtige ist, was wir euch auch mitgeben wollen heute, ist, dass ihr so bereichert seid, wenn ihr euch verkleinert. Also ihr kennt es doch auch, dass man so überfordert ist im Leben und wenn man sich mal entscheidet für die wenigen Dinge im Leben, die wirklich wichtig sind und dort eine Qualität entdeckt und sich auch für die entscheidet und sagt, das andere brauche ich vielleicht gerade nicht, da verpasse ich nichts. Ja? Da eine Tiefe erreicht und eine Schönheit, denn dafür sind wir gemacht im Leben. Wir können nicht mehr, als wir können. Und das Wenige, was wir haben, birgt einen unglaublichen Reichtum in sich, oder? Da fällt mir ein, ich glaube, Olga Kamina hat über die russische Frau geschrieben. Und sie hat geschrieben, weil es so wenig gute russische Männer gibt, hat die russische Frau ein totales Talent entwickelt, das vorhandene Männermaterial zu Helden zu machen und zu den Männern zu machen, mit sehr viel Geschick und Verführung zu den Männern, die sie sich wünschen. Ja. Genau, das ist nochmal ein ganz anderer Podcast. Aber der kommt zum nächsten Mal. Ja. Wie machen Frauen ihre Männer zu Helden? Und ich meine wirklich, das ist toll, weil wir in unserer Begrenztheit, wenn wir das mal begriffen haben, können den anderen total wachsen lassen. Da liegen so viele fähige Möglichkeiten darin. Ja. Wie ein Apfelbaum, dem man einen besonderen Platz im Garten gibt, der begrenzt ist, aber dort darf er endlich sein und aufblühen. Aber nicht, wenn man an ihm rumzieht. Genau. Sondern wenn man düngt und ihn vor Wind schützt. Ja. Und ihm gut zuredet. Genau. Der Apfelbaum seid ihr selbst und es ist euer Partner natürlich. Regelmäßig zwei Apfelbäumchen. Mit verschiedenen Äpfeln dran. Das war's für heute von der School of Love Berlin. Mit Elke und Sven.